Hi Leute und willkommen bei einem Infovideo. Es gibt ein paar Dinge, die ich ganz gerne loswerden würde. Es sind besser gesagt ein paar kleinere Themen. Ich würde sagen, fangen jetzt sofort an, sonst wird das Video nachher noch 100 Minuten gehen. Ihr kennt es ja von mir. Rede meistens am Anfang viel zu viel und am Ende wurde von mir alles doppelt und dreifach erklärt. Also, kommen wir zum ersten Punkt, die Novemberaufnahmen. Aber da müssen wir erstmal zurück in den Oktober gehen. Habe im Oktober so viel aufgenommen wie vorher noch nie. Wie noch nie zuvor. Genau, so rum. Hatte da mal wieder einen kleinen Drehwurm im Satz drinne. Also, im Oktober wurde von mir halt sehr, sehr viel aufgenommen. Aber es sind halt auch einige Games liegen geblieben, die jetzt noch auf jeden Fall von mir im November aufgenommen werden. So, was hätten wir hier? Carnival, Games VR, We Are, so rum, Weeping Doll, hier das noch, dann noch das We Are Level, Kampagne von Call of Duty, keine Ahnung, Level, Kampagne, ich weiß nicht mal, wie lange das geht. Dann noch etwas mit einer Mayonnaise, Tumble We Are und so weiter, hier noch das VR Level, The Assembly, hier der Lie. Ich glaube, das sind 9, Moment, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, genau, 9 Dinge hier im Ordner drin, die auf jeden Fall noch im November von mir aufgenommen werden, weil hätte halt ganz gerne so im Dezember etwas Ruhe, so gerade so vor Weihnachten, auf Weihnachten, da bin ich halt doch ganz gerne mal so im Weihnachtsfeeling. Und ja, dekoriere hier auch ganz gerne. Habe jetzt vor ein paar Tagen mit der Weihnachtsdeko angefangen. Aber gut, das ist wieder ein anderes Thema. Und hätte halt, nächsten Monat gerne etwas mehr Ruhe, um halt auch mal etwas privat zocken zu können. Was, ja, in letzter Zeit bei mir viel zu kurz gekommen ist. Das Einzige, was noch von mir angemacht wird, ist Battlefield und Call of Duty. Mal eben kurz ein paar Runden. Weil, ja, nehmen halt aktuell sehr viel auf. Und hier die Sachen, die in dem Ordner drin sind, so, werden halt auf jeden Fall noch im November aufgenommen. Also die werdet ihr dann in den nächsten Tagen und Wochen auf meinem Kanal sehen. Klar, da kommen noch hier und da ein paar andere Sachen mit dazu, aber diese Games werden zu 100% von mir aufgenommen. Ja, wie man hören kann, bin immer noch etwas erkältet, mittlerweile seit einer Woche. Und Tee trinken bringt absolut null. Keine Ahnung, wofür man dann überhaupt Tee trinkt, so. Dachte, das ist irgendwie, ja, das rehabilitiert irgendwie den Hals und so weiter. Aber nein, das ist alles Blödsinn. Oder es könnte auch am Wetter liegen oder an der Heizung, ne? Bei mir läuft seit Wochen die Heizung. Es ist einfach viel zu kalt hier in der Wohnung. So, was hätten wir denn noch hier? Ich habe mir extra dazu ein paar Notizen gemacht, weil bei mir ist es ja so, habe vor einer Minute etwas erwähnt und habe wieder vergessen, worum es ging. Deswegen, was habe ich mir denn hier aufgeschrieben? Also, genau, Novemberaufnahmen, ja. Und es ist halt zu wenig Zeit da, um alles auf einmal aufzunehmen, ne? Weil gehe ja nebenbei noch arbeiten und muss hier irgendwie auch, ja, dann das Geld für die Miete und so weiter nach Hause bringen. Und habe halt auch nebenbei noch ein Privatleben und kann aus diesem Grunde nie alles an einem Tag, in einer Woche, wie auch immer aufnehmen, ne? Also alles nur nacheinander. Bei mir ist es halt so, nehme in letzter Zeit normalerweise so 2 bis 3 Mal die Woche auf. Immer am Abend, ne? Weil tagsüber bekommt man hier keine Ruhe. Da klingelt entweder der Postbote oder das Telefon klingelt. Oder die Katzen laufen hier rum oder so wie gerade Figo ist auf Toilette. Hoffe, das hört man nicht. Also das Mikrofon müsste normalerweise, nur meine Wörter und Sätze aufnehmen. Oder? Figo! Naja, ich höre es auf jeden Fall, dass er gerade auf dem Katzenklo hängt. Da wird einem einfach von der Katze die Aufnahme versaut. Naja, gut. Kommen wir zum nächsten Punkt. Also Live-Übertragungen wird es dann ab Dezember geben, weil, wie ihr eben von mir gehört habt, gibt es jetzt noch einiges, was im November noch von mir aufgenommen wird. Weil die ganzen Sachen, die jetzt hier im Ordner drin sind, sind halt alle im Oktober liegen geblieben. Also die sind jetzt nicht allzu ultra neu, ne? Die gibt es ja bereits teilweise seit, ja, Oktober. Sind halt einfach liegen geblieben, weil ich musste ja halt Prioritäten setzen und konnte nicht alles auf einmal aufnehmen. So, Live-Übertragungen, sowas wie 7 Days to Die mit Black Devil und Meister Proper
wird es dann regelmäßig ab Dezember geben, also ab nächsten Monat, wird ja auch dann mehr Zeit für sein. Da könnte man auch sowas übertragen wie Battlefield, wollte ja da auch einen Server mieten, wo dann auch jeder beitreten kann, oder man könnte irgendwie Call of Duty übertragen, Minecraft, GTA, was auch immer. Und ihr könnt mir dann auch hier, Moment, wo war das denn hier? Genau, das hier ist mein Live-Account. Ihr könnt mir gerne eine Anfrage senden, aber bitte nur mit Betreff. Und darüber könnt ihr dann auch beitreten, wenn ich eine Live-Übertragung mache. Und habt hier auch noch eine Community. Dort könnt ihr auch ganz gerne beitreten. Der Name wird hier oben angezeigt. Lass es mal ganz kurz hier einblenden. Der Name ist ja etwas länger. So, was haben wir denn noch? Genau, kreativere Videos. So, würde halt ganz gerne noch ein Best-of zu Until Dawn machen. Also zu dem We Are Let's Play mit Facecam. Da halt irgendwie die besten Momente raussuchen. Das kann halt auch eine Weile dauern. Und dann noch eine Montage. Ja, heißt doch so. Genau, zu Battlefield 1 machen. Irgendwie so. Und zwar... Ja, mag halt mein Dynamit in Battlefield 1. Genauso wie die ganzen Unfälle, die mir dabei passieren. Aber muss dazu noch etwas Material sammeln. Rede zu viele Wörter auf einmal kommen aus meinem Mund raus. So, etwas langsamer. Moment. Genau, Battlefield 1, Until Dawn. Dann ist es mal wieder Zeit für eine neue Kanalinfo. Die letzte ist über ein Jahr her. Also ist es mal wieder an der Zeit für eine neue Kanalinfo, aber da muss halt auch das ganze Material aus meinen alten Aufnahmen, aus meinen alten Videos rausgesucht werden und etwas davon dann in die Kanalinfo eingefügt werden. So. Dann wird es noch ein Video zu meinem Aufnahmesetup geben. Also wie das hier alles aussieht, wenn die Elgato, der Laptop, PC und die VR-Brille hier aufgebaut sind, also für eine Aufnahme. Es ist halt dann so, dass man hier nirgendwo mehr vorbeikommt. Also wenn ich da versuche, in diesem ja, Gebiet, wo alles aufgebaut ist, irgendwie rumzulaufen, ja, könnte es passieren, dass dabei alles von mir umgeworfen wird. Dazu wird es halt auf jeden Fall ein Video geben, aber ja, das wird dann auch erst in der nächsten VR-Aufnahme von mir aufgenommen. Es macht ja jetzt keinen Sinn, hier alles aufzubauen. Obwohl heute nichts von mir aufgenommen wird. Ich wollte mir jetzt eben in den nächsten paar Tagen etwas Ruhe gönnen. Aber es werden trotzdem Videos bei mir laufen. Das sind noch Aufnahmen vom September. Ja, die meisten YouTuber machen es ja so. Gehöre halt auch dazu. Videos aufzunehmen für den Fall, dass man mal ja, krank ist oder keine Zeit hat. Bei mir ist es ja gerade irgendwie... Ja, bin seit einer Woche erkältet. Und... Ich werde deswegen in den nächsten paar Tagen einfach ein paar ältere Videos, die ich noch auf Vorrat habe, hochladen. Genau. Ja, dann ist noch ein FAQ von mir geplant. In diesem Video könnt ihr dann Kommentare kommentieren. Nein, das klingt... nee, das war verkehrt. So rum. Ihr könnt eure Fragen als Kommentar kommentieren. Wenn ihr irgendwie Fragen habt jetzt zur VR-Brille, zur Konsole, zu neuen Games... Oder auch private Fragen, aber da bleibt es halt mir überlassen, ob die von mir beantwortet werden. Also es kommt ja ganz auf die Fragen drauf an, aber dazu wird es dann wiederum ein extra Video geben. Denke, habe alles erwähnt, genau, meine PSN-ID, die Community, die November-Aufnahmen, die Live-Übertragung ab Dezember. Hab jetzt auf jeden Fall mal wieder genug geredet. Oh, jetzt ist mein Labello runtergeflogen, verdammt. Naja, egal. Ich muss jetzt erstmal den Labello suchen und gucken, was Figo da im Katzenklo gemacht hat. Ja, eine Aufnahme, nein, eine Katze, die mit in meiner Aufnahme sein wollte. Ach genau, habe ich ganz vergessen. Hier, der Katzensimulator fehlt noch hier in dem Aufnahmeordner. Genau, verdammt. Der Katzensimulator als VR-Version. Da habe ich halt geplant, meine Katzen noch mit ins Video zu holen. Total vergessen, jetzt hier in den Ordner mit reinzupacken. Also kann sein, dass ich da auch noch ein paar mehr Games vergessen habe, die mir jetzt gerade nicht einfallen. Genau, Katzensimulator. Da war ja was gewesen.
Naja, gut, Leute. Wir hören und oder sehen uns dann im nächsten Video wieder. Also, bis dann, Leute.